So, und damit geht's weiter mit der neuen Runde auf Endless. Ich bekomme gerade eine SMS, okay. Gut, das Astra-Ticket ist abgelaufen, aber wir werden trotzdem erstmal nochmal weiter leveln. Allerdings erstmal. Ich glaube, ich will mal einen Tower probieren. Tower könnte lustig sein. Die Spielerzahlen sind so gut hier. 832. Holy moly. Okay, naja, genau. Also, wir fahren erst ein bisschen weiter am Tower. Und ich habe letztens auch Kommentare gesehen, wo jemand geschrieben hat. Ich glaube, ich habe nicht geantwortet, habe ich vergessen, leider, sorry. Ich hoffe, ich denke noch dran. Warum man halt diesen Server spielt, das ist langweilig und so. Und ich glaube. Also natürlich muss man halt erstmal sagen, so okay, so es sind halt Spieler da und irgendwie gibt's halt offensichtlich. Oh, es gibt keinen Tower. Kein Tower? Tower. Okay, kein Tower. Dann Dark Horn 3, würde ich sagen. Es gibt auf jeden Fall einen Markt dafür und ich sehe es auch bei mir immer wieder, auf dem Channel zumindest, dass einfach sehr viele Spieler, nee, nicht sehr viele, aber schon ein gewisser Teil, ich sag mal so einen 20%, so ein Fünftel, vielleicht ein Viertel sogar, bin mir nicht ganz sicher, die Server suchen, die halt schon so in diese Richtung gehen. Kann man schnell schauen, was man verkaufen kann. Das war schon alles. Also quasi eher so ein bisschen so dieses Classic Flife, beziehungsweise mehr so ein bisschen ein Flife, was halt nicht mit so vielen Features überladen ist, beziehungsweise was halt einfach nicht so nicht so viel von allem einfach hat. So viele Systeme, wo nicht allzu viel Custom ist und so. Und das lese ich tatsächlich schon immer wieder mal. Also es ist nicht jeden Tag und so, das definitiv nicht, aber es ist schon ein häufiges Ding, was immer wieder kommt, so ja, ich hätte ganz gern irgendwie einen Server, wo halt irgendwie nicht so viel von dem Ganzen ist und deswegen, es gibt schon halt echt einen Markt dafür, das kann ich schon echt sagen und deswegen spiele ich halt auch mal wirklich einen Server, wo man halt ein bisschen weniger von allem hat, wo halt einfach mehr ein bisschen, dieses übliche Flife einfach, schnell mal Good Morning. Ich weiß, sie sind 6 Stunden vor mir, aber was soll's. die einfach sich ein bisschen was anderes wünschen, einfach mal einen Server, den die halt eben auch selbst spielen würden und so, weil ich meine, ich weiß, also sowas wie Mistralia oder Dragon Crusade und so, oder wahrscheinlich auch CW Flife. Es gibt einfach sehr viele Spieler, die würden im Traum nicht dran denken, so einen Server mal zu spielen. Das heißt, es gibt halt schon viele, die sagen so, ja, spiel doch mal was anderes. So, spiel doch mal einfach normales Flag. Oder spiel doch auch mal Universe oder so. Also das ist natürlich auch ein Thema. Aber Universe ist für mich halt persönlich einfach durch. Also, boah, bei Universe sehe ich halt ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich irgendeine Zukunft. Ich meine, vielleicht fange ich mal an, so spaßeshalber und so, aber wenn ich halt spiele, zumindest in den letzten 1, 2, 3 Jahren oder so, dann versuche ich halt schon so ein bisschen nicht mehr nur so ein bisschen vor mich hin zu daddeln, sondern halt schon irgendwie ein bisschen was zu erreichen. Also irgendwie, wie soll man es am besten beschreiben? Ich weiß es nicht genau. Einfach ein bisschen mehr vom Spiel zu sehen, einfach ein bisschen mehr von, einfach ein bisschen weiterzukommen, einfach ein bisschen Late-Game zu kommen, vielleicht sogar ins Endgame und so. Ich bin gerade so mit Reden beschäftigt, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich gerade hin muss und hin will. Level 90er. Ja, Level 90er. Lugia sind gut. Und deswegen schaue ich halt auch generell, dass ich halt mal sowas spiele und dass ich halt mal sowas annehme und so, wenn es mal eben vorgeschlagen wird oder wenn halt jemand mir das Angebot macht. Also das ist hier ein gesponsertes Let's Play zum Beispiel. Und dann schaue ich halt einfach auch erstmal so, okay, ist es was vielleicht in Frage kommt? Gibt es vielleicht einfach auch mal Leute, die halt sowas sehen wollen und so? Und ja, deswegen fange ich halt einfach auch mal mit sowas an. Und genau, ich pause hier mal eben nebenbei. Okay, dann würde ich sagen, jetzt mal los. Wait, warum? Jetzt, okay. Level 91, genau, Party Skills haben wir leider keine. Das ist halt noch ein kleines Problem. Mal schauen. Hä? Damage? Lol, wo ist unser Damage? Ach ja, 91er, lol.
klar, logisch. Wir waren letztens bei den normalen Augus. Die sind aber tanky. Die sind aber sehr tanky. Ja, das. Oh Gott, diese. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind die vielleicht noch zu stark für uns? Tendenziell schon eher, oder? Was sind denn die XP? 3% pro Mob? Also die XP schmeckt natürlich, aber. Ein bisschen riskant vielleicht hier. Wir könnten auch zu den Smalls gehen. Vielleicht gehen wir auch direkt zum Small runter. Ich glaube, mit Level 90 dann nur. 91 ist vielleicht ein bisschen too much. Ja. Was sind denn die Smalls? Die Spawns sind hier nicht sonderlich gut, leider. Da hinten sind ein paar. Ich weiß gar nicht, ob die Spawns erhöht wurden, aber ich glaube irgendwie nicht so wirklich. 5,5K-Damage, okay, ist schon ein bisschen besser. Aber jetzt auch nicht so wirklich hundertprozentig. Luchester, wie Dinge heißen da. Okay, mal schauen. Also wenn wir jetzt gleich Level up sind, ist es hoffentlich ein bisschen einfacher dann. Okay, dann sind noch ein paar. Hier wurden einige Videos von Justice damals gedreht. Good old times. So, 82. Super. Ich glaube, ich hätte doch Astria gehen sollen. Ich dachte mir so, ja, brauchst nicht und so. Und ist ja egal. Und keine Ahnung, sparst du die paar Punkte und so. Aber... Nee, nächstes Mal wieder Astria, hundertprozentig. Wobei ich sagen muss, also gerade in Astria mit 82 ist es auch nicht so super. Dann bei den, bei den Augus, bin ich natürlich ein bisschen zu schwach, ein bisschen zu stark. Aber für die Mutant-Augus bin ich ein bisschen zu schwach noch. Das heißt, so effektiv, auch in Astria wäre ich gerade relativ aufgeschmissen. Und ja, ich bräuchte wahrscheinlich irgendwie Party-Skills oder so, aber... Was haben wir hier alles? Loli-Coins. Achso, lol. Okay, interessant. Genau, also das große nächste Ding wird dann einfach dann dieses Genion-Set hier. Oder Genin-Set. Genion, keine Ahnung, wie auch immer. Das wird halt wirklich nochmal so reinhauen, also das wird krass. Wir haben schon gesehen, was der Side-Effekt ist. Und holy moly, also der ist... Der ist nicht schlecht. Genau, Party schauen wir noch ein bisschen weiter noch. Ja, natürlich. Ja, wobei arbeiten die gerade aktuell noch. Wir haben 13 Uhr aktuell nach meiner Zeit. Das heißt, die haben Feierabend eigentlich, oder? Aber es kann natürlich auch sein, dass die ja halt gerade in den Philippinen oder so halt irgendwie ewig arbeiten. Halt so. Oh, hier ist ein gutes Spawn. Lol. Also, laut Map zumindest. Dass die halt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so 20 Stunden am Tag arbeiten oder so. Oder gut, ein bisschen übertrieben, vielleicht so 12 Stunden oder so. Weiß nicht, ob die halt auch so 9-to-5 haben oder halt mehr so 7-to-7 oder so. Ein bisschen schwer zu sagen irgendwie. So, okay. 25%, also wir machen schon ganz gut Fortschritte hier. Und ich weiß es auch nicht, ich meine, wir könnten natürlich jetzt zu den Bäumen gehen, wäre es glaube ich jetzt am besten zu leveln, weil den Captain, wie heißt denn die Captain, Antiquary. Da glaube ich, wäre aktuell jetzt gerade ideal vom Schaden her und so, und vom Level und von XP und so. Aber ich denke mal, so ein bisschen mit Stars und so, können wir da auch hier weiter leveln und ist halt effektiv genauso. genauso gut. Gut, der Spawn ist hier halt echt ein bisschen blöd, aber naja. Mal schauen. Ich meine, wir machen ja Fortschritte. Also, die XP sind zum Glück so gut, dass man sagen kann, so ja, okay. Wir leveln einfach auch hier. Normalerweise würde ich jetzt hier nie leveln. Aber ich meine, wenn man halt so 3% pro Mob kriegt, ist es halt okay irgendwie, weil ich meine, so 33 Mobs für ein Level und dann gehen wir halt zum nächsten und so, ist halt so, ja, whatever, nach dem Motto. Also, das ist halt schon okay gewissermaßen.
Genau, ich habe übrigens auch an den Community Manager einige Fragen gestellt. Einfach mal zu schauen, was der so schreibt, wie man hier zum Beispiel Penia verdienen kann, wie man gickt, weil die Gigs sind ja ziemlich stark, ob es irgendeinen Sinn hat oder so, dass die so stark sind, ob man da vielleicht irgendwie krasses Zeug droppt und so, weil ich meine, die Leute farmen die Gigs ohne Ende, das ist ja brutal. Aber mit Shine Catsy? Hä, wie? Wo? Ich dachte, es gibt keinen Tower? Irgendwas habe ich übersehen oder so. Irgendwas habe ich übersehen. Was? Warte, was? Bei Quest-Items 5 Millionen? 3 Millionen pro Set? Hä? QI? What? Was kauft ihr? Egg or any pet? 6 Millionen. Was ist QI? QI ist doch Quest-Item, oder? Aber ich glaube nicht, dass der so viel für ein Quest-Item bezahlt. Hä? Also ich vermute ja, dass man irgendwie die Pets von durch die Achievements kriegt. Oder ein Battle Pass oder so. Dann gibt es Achievements. Event Challenge. Oh. Battle Pass. Oh, unlocked. Achso, ich brauch. Gibt's. Ah, ne, okay, es gibt noch keine kostenlosen Battle Pass Sachen, okay. Genau, Free for All Kill. Ja, genau. Gibt's hier Pets? Pet. Ne, keine Pets, okay. Was gibt's denn sonst noch so? Ah, MP. Huch. Wiki Monster, Eventual. Ne, es gibt glaube ich sonst nichts. Ha, okay. Vielleicht droppen die da echt von den Gig. Aber wobei, warte mal, ist eine blöd. Wiki Monster, klar, wir können einfach nachschauen. Giant Albert zum Beispiel. Penia? Okay, Penia. Hilfe. Okay, da gibt es auch Eggs und so. Gewitter kommt, Markise rein, oh Gott. Ja, gleich. Natürlich im Aufnehmen. Sunstones, Moonstones, so, okay. Also von Pets lese ich aktuell immer noch nichts. Volt vielleicht, Firecard, okay, nimm mal mit. Also auf die Schnelle zumindest beim drüber scrollen sehe ich ja aktuell noch gar nichts. Nee, keine Ahnung. Also ich weiß nicht genau, wie man drankommt. Das sind hier 100k Penia, okay. Naja, interessant. Ich wollte gerade noch duschen, eigentlich merke ich gerade. Bisschen blöd, wenn gerade ein Gewitter kommen würde. Ich dusche immer ganz gern eigentlich ohne Strom. Hey, ich muss sagen, das Spawn hier ist irgendwie trotzdem gut. Ist im Offi auch so gut? Also ich dachte mir so, ja, jetzt killen wir schon irgendwie 3 Luis und dann haben wir keine mehr. Aber man kann ja irgendwie echt voll gut leveln. Also für Dark und 3 meine ich jetzt gerade so. Wobei auch für ich sag jetzt mal, Tower oder Astria-Verhältnisse ist es halt irgendwie echt okay. Also, keine Ahnung, es ist halt echt okay irgendwie. Naja, 6k HP übrigens ist echt krass. Also wie unsere HP hier steigen, wir können glaube ich halt echt irgendwie so AOE-Psyre so spielen. Das ist, hat schon enorm, was das hier bringt. Genau. So, dann Rebuff unser letztes Mal. Und, nein. Ich hatte noch andere Buffs, Mist. Egal. So, 1, 2, 3, 4. Einmal hier rebuffen. Okay. Na dann, geht's weiter. Ringmaster 82% übrigens aktuell. Ist Level 76.
also ich glaube, die haben schon ein bisschen was getweakt, was das Legion angeht, weil der Ringmaster levelt nämlich sehr, sehr gut mit. Also das ist wirklich ein, das ist ein dickes Plus. Sonst haben wir immer so das Problem, dass der Ringmaster so gefühlt 10 Level hinterherhängt. 10 Level ist sogar ziemlich akkurat irgendwie. aktuell sind es halt 6 Level. Ich glaube, Legion ist ja echt halt OP irgendwie. Genau, was ich auf alle Fälle vorher sagen wollte, war, ich werde euch dann noch mitteilen, was denn die Antworten waren, wie man hier zum Beispiel Peña farmt, wie man Sachen droppt, wo man generell farmt, was man hier farmen sollte, Dungeons etc. und so weiter. Da gebe ich euch dann Bescheid. Mensch, wir könnten doch eigentlich Dingensen hier farmen, oder? Ja, wobei, ich weiß nicht, wie schwer das ist, also dass man halt das Zeug farmt. Und halt ohne Party-Skills. Ja, der Dungeon hier in St. Morning, wie heißt er denn? Mein Gott, ich bin so schlecht mit Namen, das ist schlimm. Wo diese komische Henne da drin ist. Warum fällt mir das denn gerade nicht ein? Evilest Dungeon. Evilest, genau. So, ich habe gerade den Spawn gelobt und jetzt spawnt nichts mehr oder wie? Okay, da hinten sind ein paar Mobs. Okay, sind ein paar. Ich weiß, die Spawn-Areas sind in Flife einfach viel zu groß, aber so ein bisschen schade. Aber das hat sich gefühlt irgendwie auch nie geändert. Ich glaube auch auf Universe. Ich weiß gar nicht, auf Universe? Level up. Let's go. Okay. Ich glaube auch auf Universe ist immer noch so, dass die Spawn-Areas viel zu riesig sind. Und dass man ewig lang dagegen läuft und halt dann versucht irgendwie, ja. Oh, Ringmaster Level Up. Sehr nice. Dass man immer noch ewig versucht, dann halt diesen Mobs dann zu finden. Mit sehr viel Lauferei und so. Also vielleicht haben die sich so gedacht, so ja, damit man halt nicht zu schnell levelt und nicht zu schnell vorankommt und so, machen wir das eben so. Aber andererseits muss man sagen, so, Flife ist halt eh so ein... Flife ist halt grindy. Extrem, extrem grindy. Und ich sehe da halt irgendwie jetzt nicht gerade so die Nötigkeit, dass man sowas machen müsste. Deswegen, ja, was ich so damals Gala Lab beziehungsweise oh Gott, wie hießen die? Ironsoft. Genau, die damals. Was die sich da so bei gedacht haben, ist echt teilweise so ein bisschen fraglich irgendwie. Aber das Ding ist, es ging halt auf. So, es ging halt auf. Leute haben es gezockt. Und Flife ist bis heute höchst lukrativ. Also auch Offi, alle Offis hier noch machen viel Geld. Also PC-Offi macht Geld, Universe macht Geld und so. Die machen alle Geld. Bei denen läuft's. Bei denen läuft's super. Und die hatten auch nie irgendwie ein schlechtes Jahr oder so. Also ich glaube generell so in der Spielebranche sind schlechte Jahre eigentlich eher selten. Entweder gehen Spieler dann direkt down oder halt sind weiterhin profitabel. Aber ich glaube, die hatten halt auch nie wirklich schlechte Jahre. Also auch nicht mal so ansatzweise. Wisst ihr, was ich meine? Dass man halt mal so irgendwie vielleicht statt 5 Millionen Umsatz vielleicht mal nur 1 Million Umsatz oder so macht. Das hatten die, glaube ich, auch irgendwie nie. Und die Kosten halt so ein Flife halt um Laufen zu halten, ist dann, glaube ich, auch nicht so hoch. Also natürlich Serverkosten und so hast du schon, aber also was ich so gesehen habe, wo halt so die PS aber drauf gehostet werden, ich weiß nicht, was war es, glaube ich, irgendwie 10. Intel-Generation oder so, sind dann schon gut, oder 7. Intel-Generation, sind wirklich schon die besseren Server effektiv. Also es ist nicht so, dass die jetzt hier irgendwie auf der neuesten Hardware also laufen, so überhaupt nicht, laufen auf 5 bis 7 Jahre alte Hardware alle. Und die sind nicht so teuer. Also ich meine, die geben dafür schon viel Geld aus, weil die halt bei einem guten Haus sind und so. Bei OVH zum Beispiel oder bei Hetzner. Aber ja, die Hardware selbst ist halt wirklich nicht so teuer. Also bei den meisten Servern, die ja. Außer die haben wirklich halt irgendwie 1000 Spieler pro Channel oder so, dann muss es halt gut sein und so, klar. Aber ansonsten halt irgendwie echt nicht. Genau. Und ja, ich denke mal, Offi. Ja gut, okay, man muss schon sagen, Offi hat natürlich immer viele Spieler gehabt. Und damit hat diese Spieler halt auf einem Channel auch wirklich lagfrei spielen. Okay, gut, Offi war nie lagfrei, aber damit er zumindest lagfrei spielen können,
braucht es halt schon sehr gute Server. Das heißt, insofern, klar muss man schon ein bisschen Geld mit einrechnen und so, aber ja, ich meine, hatte Offi wirklich gute Server damals? Ich glaube nicht. Und man muss aber auch dazu sagen, 2008, ja, die Hardware 2008 reicht ja auch schon aus für 700 Spieler oder so auf einem Channel. Oder mehr wahrscheinlich, sogar wahrscheinlich eher 1000, ja, ich glaube 1000 oder so war die Channel-Grenze. Das heißt, so effektiv, wenn die Hardware damals schon ausreichte, ja komm, ich meine, wenn es 2008 lief oder 2010 oder so, dann brauchst du nicht mehr Hardware von 2018 oder so wahrscheinlich. Klar, es kam ein bisschen mehr dazu, ein paar mehr Dungeons und so, aber ja, effektiv. Effektiv, glaube ich, ein Vierkerner und das ist gut. Vermutlich halt hohe Taktraten und so, aber effektiv als andere. Ist halt echt, glaube ich, alles relativ. Also, ich muss ganz kurz mal schon die SMS beantworten. Achso, oh Gott, Mann, warum darf ich denn hier eine Ruhe aufnehmen? Das ist ja schlimm. So, alles erledigt. Mann. Okay. Übrigens, ich habe gestern noch ein interessantes Problem gehabt. Also ein sehr unschönes Problem. Und ich weiß nicht, was los war, aber mein PC, nicht mal mein PC, ich kann nicht mal sagen, woher es kam, aber ich hatte so einen schmorenden Gestank in meinem Zimmer, also wirklich so richtig intensiv, irgendwie so, als würde gleich irgendwas abfackeln oder so. Und ich dachte, das kam von draußen, aber nee, es kam wirklich von innen, also von meinem Zimmer. Und ich habe zwar gelüftet, aber hier drin hat es gestunken ohne Ende. Und ich habe meinen PC dann noch am Abend, also mitten in der Nacht, auseinandergebaut, habe geschaut und so, was ist da los, habe alles abgerochen mit meiner Nase, also habe meine Nase wohl reingesteckt. Nichts, wirklich nichts. Habe meine Boxen gerochen, nichts. Bildschirme, nichts. Ich habe keine Steckerleiste. Ich weiß nicht, woher das kommt. Oder kam. Es war zweimal in zwei so Wellen irgendwie. Und meine Mutter meinte irgendwie auch schon so, ja, von meinem PC da irgendwie kommt immer so ein komischer Gestank raus und so. Aber das Ding ist, dieser Gestank war irgendwie unten am Boden halt so, also der war halt wahrscheinlich schwerer als Luft, waren irgendwelche Gase drin oder so, keine Ahnung, ist halt irgendwelche Oxide oder so, whatever. Und der PC saugt natürlich von unten die Luft an und die Wasserkühlung haut natürlich dann oben wieder raus. Das heißt, es kam halt durch den PC, aber nicht vom PC, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich bin halt echt am Verzweifeln, so ich weiß nicht, wo ich schauen soll. Also aktuell zocke ich nichts, einfach wirklich nichts. Sieht zwar nicht unbedingt gerade gut, aber ich habe auch nicht gelüftet. Nee, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie das kommt. Also Bildschirme könnte ich mir vor. Aber das Ding ist auch so, selbst wenn es zum Bildschirm kommt oder von der Grafikkarte oder so, ich meine, ich zocke nebenbei, der Bildschirm ist an. Also da müsste doch irgendwie, weiß nicht, also müsste doch irgendwas passieren oder so. Also irgendeine Art von, ja, irgendwelche Artefakte auf dem Bildschirm oder so, oder irgendwas hat, also da müsste doch irgendwas passieren, denke ich mir so. Also. Drops. Also irgendwie in irgendeiner Art und Weise müssen wir das doch da mitbekommen, irgendwie, dass irgendwas kaputt geht. Aber da ist er nicht, das läuft alles 1A. PC ist auch nicht also zu heiß oder so, also keine Sorge, habe ich auch schon nachgeschaut. Also ich weiß echt nicht, was das ist. Also irgendwie, noch eine Waffe, nice. Also irgendwie, irgendwas schmort hier gerade bei mir echt so langsam weg. Aber halt auch nicht immer, halt nur so manchmal irgendwie. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das irgendwie identifizieren soll. Also, ich meine, klar, ich kann mal so einen Bildschirm ausmachen, dann einen anderen, aber wenn es halt nur so einmal jetzt irgendwie kam, oder zweimal halt irgendwie kam, und auch nur am Abend irgendwie so, ja, keine Ahnung, wie soll ich das identifizieren? Das ist halt echt blöd irgendwie. 5 plus 6. Okay. Ja, also, ich weiß es nicht. Ich weiß halt echt nicht, was ich dagegen machen soll irgendwie. Also wie gesagt, ich kann nur so Trial and Error, aber ich kann es halt nicht irgendwie 2 Wochen mit einem Bildschirm zocken oder halt 2 Wochen ohne Boxen oder so. Oder vielleicht irgendwie so nach 2 Wochen wechseln, dann schaue ich 2 Wochen lang irgendwie nach rechts die ganze Zeit. Dann habe ich immer Nackenschmerzen. Also es ist halt, ist halt echt komisch und ich weiß halt echt nicht so, wie man es am besten diagnostiziert. Also es
Ja, irgendwie ein bisschen blöd. So, einen will ich noch machen, einen Mob. Dann gehe ich zum Duschen oder besser gesagt zum Baden vielleicht. Bevor das Gewitter hier komplett aufkreuzt. Ah ja, 98%, lol. Level 84, let's go. Nice. Sehr gut, okay. Insofern haben wir eigentlich heute alles erreicht, was wir erreichen wollten. Nee, eigentlich wollte ich mehr erreichen, aber bei mir ist ein bisschen drunter und drüber. Ich wollte euch gestern aufnehmen, aber halt das Problem mit dem PC und ach, das war irgendwie alles blöd. Ich habe auch gestern nichts geuploadet und genau, auf jeden Fall, die Folgen beide werden ein bisschen länger, keine Sorge. Und dem erstmal danke fürs Zuschauen. In 6 Level haben wir unser Set und dann geht's richtig ab.